Schaut mal, was hier steht. Und trinken auf euer Wohl. Wow. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Bitter ein Pilz. Wir werden heute schauen, was der Regen so gebracht hat und befinden uns natürlich im Bergischen Land und wünschen euch jetzt viel Spaß. Drückt die Daumen, dass wir tolle Pilze finden und genießt die Show. Okay, wir haben prompt unseren ersten Pilzfund und jetzt schaut mal hier, dieser kleinen Esche, haben wir zwei wunderschöne junge Austern. Schaut mal, wie hübsch. Toller Fund. Was macht die da? Hast du was gefunden? Wo? Sollen wir mal rausholen? Ich denke, was machst du da? Schaut mal. Boah. Schaut euch das mal an. Wow. Die sind echt schön. Bitteschön. Dankeschön. Und ein Stück oberhalb von den Pfifferlingen stehen noch zwei kleine Rotfußröhrlinge. Die dürfen aber stehen bleiben. Aber vielleicht kommen die Röhrlinge jetzt langsam wieder. Bis zum nächsten Pilz. Jetzt haben wir hier einen der Kartoffelbürste gefunden. Wir machen den mal raus, um das mal zu demonstrieren. Wie man sieht, ist der komplett schwarz von innen. Und das heißt, dass der giftig ist. Denn bei den Bovisten ist es ja so, dass die, die von innen rein weiß sind, die kann man essen. Solange sie rein weiß sind, weil auch die verfärben sich irgendwann, dann darf man die auch nicht mehr essen. Aber alle Bovisten, die von innen schwarz sind, sind giftig und bleiben im Wald. So, jetzt haben wir hier einen jungen Scheidenstreifling entdeckt. Legen wir mal ein bisschen frei. Hier sieht man wunderbar, wie er aus der Scheide kommt. Wenn er später größer ist, dann hat er eine geriefte Huthaut bzw. der Hutrand ist gerieft. Ja, und die Scheidenstreiflinge gehören zu den Speisepilzen. Haben aber jetzt nicht so einen ausprägenden Geschmack, aber sind trotzdem essbar. Ja, ein sehr schöner Pilz. Und jetzt schaut mal hier, lasst es auf euch wirken. Wir haben zuerst gedacht, vom Weiten, das wären alles samtige Pfifferlinge. Aber dem ist nicht so. Das sind nämlich Semmelstoppelpilze. Und gib mir den mal. Der lag nämlich schon hier, den hat jemand rausgeholt. Schaut mal. Ich will das mal genau zeigen. Schön die Stoppel. Und das ist ein essbarer Pilz. Schöner Fund. Und jetzt schaut mal hier, direkt oberhalb von den tollen Semmelkollegen stehen noch violette Lacktrichterlinge. Und jetzt schaut euch mal an, was Franziskus gefunden hat. Da stehen überall Pfifferlinge. Und ja, hier ist auch wieder so ein kleiner Abgrund. Aber jetzt darf Franziskus sie mal sammeln. Ich habe mich jetzt doch entschieden, selbst rüber zu gehen. Weil ich möchte nicht, dass Franziskus sich verletzt. Und ja. Holen wir die jetzt gemeinsam raus. Schaut euch das mal an. Wow. Schaut mal. Wunderschön. Oh, und hier stehen halt noch viel, viel mehr, ne?
Okay, sag mir, wie zufrieden bist du von einer Skala von 1 bis 10? Ach, wir sind bei einer soliden 8. Schon eine Pfifferlänge gefunden. Bei einer soliden 8? Solide 8. Vielleicht wird es noch eine 10. Jetzt schaut euch das mal an. Das nimmt einfach kein Ende. Hier stehen Pfifferlinge. Hier stehen Pfifferlinge. Komm, wir holen noch gemeinsam einen raus. Was haltet ihr davon? Schaut euch den mal an. Schaut mal. Schaut mal, wie wunderschön er ist. Wow. Ja, was soll man sagen? 99,9% Pfifferlinge. Wo sind die ganzen Raufußröhrlinge und ja, generell die Röhrlinge? Wo sind sie? Habt ihr sie gefunden? Wer oder was hat diesen Frauentäubling aufgegessen? Und jetzt schaut mal hier. Haben wir direkt einen alten Rotfuß gefunden. Der ist schon nichts mehr. Sieht man auch schön. Und hier vorne ist ein Fichtenabschnitt. Hier stand doch auch irgendwo einer. Seht ihr ihn? Ach da, genau dazwischen. Schaut mal. Ja. Schick. Ah, jetzt wird es interessanter. Was haben wir hier? Knollenblätterpilze. Und hier steht auch noch ein Täubling. Ja. Ein wunderschöner Frauentäubling. Aber da sind zwei Schnecken dran und die dürfen den auch aufessen. Jetzt schaut euch doch bitte mal an, wie schön das hier ist. Also wenn hier nicht mindestens ein Steinpilz steht, dann, ja, dann steht hier keiner. Wir schauen mal. Mal gucken, was es hier gibt. Jetzt schaut mal hier. Wir hatten ja am Anfang das junge Exemplar. Hier haben wir eins, etwas älter ist. Auch wieder ein schöner Scheidenstreifling. Schön die Scheide sehen. Wunderschöner Pilz. Wunderschön. Jetzt haben wir hier einen sehr schönen Pilz gefunden, allerdings auch einen sehr giftigen. Und zwar handelt es sich hier um den rotschuppigen Raukopf. Ich mache ihn einmal raus. Sieht man schon die roten Schuppen auf dem Hut, aber auch am Stiel. Rosa, leicht rosafarben, im Alter werden die Lamellen zimtbraun. Ja, und die Rauköpfe und Hautköpfe sind generell keine Speisepilze. Mindestens giftverdächtig bis giftig und auch tödlich giftig. Aber sehr schön anzusehen. Okay Leute, wir haben noch keinen Boletus edulis gefunden und auch keinen Boletus barius. Und wir gönnen uns jetzt erstmal ein Getränk und trinken auf euer Wohl. Okay Leute, Franzi wollte euch jetzt einen Witz erzählen. Hä, was für ein Witz? Ich weiß keinen Witz. Hä? Hä? Wolltest du es doch erzählen? Nein. Komm, erzähl mal einen. Ich kenne doch nicht mal einen. Kennst du nicht einen einzigen Witz? Nee, irgendwie nicht mehr. Warte mal, was könnte man denn mal für einen Witz erzählen? Ja, gut. Ja. Erzählt ihr uns doch mal einen Witz in den Kommentaren. Hier oben ist direkt eine Lerche und schaut mal, was hier steht. Ein wunderschöner Goldröhrling. Speisepilz, aber man sollte die Hut dort abziehen und dann kann man ihn sich gönnen. Also, wir können jetzt hier oder hierher gehen. Wenn wir jetzt hierher gehen, es ist ein bisschen länger als daher. Das ist korrekt. Schaut mal hier. Captain Semmel und seine wilden Kumpanen. Die haben wir heute schon mal getroffen. Herr Captain Semmel. Aber Olle Semmel wollen wir nicht. Okay Leute, ich zeige euch jetzt mal einen Friedhof, ja? Schaut mal hier.
Ja, wir haben jetzt hier wieder einen schönen Pilzfund. Da mussten wir allerdings auch erstmal schauen, da zwei Pilze in Frage kommen sind, die es hätten sein können. Und zwar einmal der Boxdickfuß, das wäre ein giftiger Pilz. Oder der braun-violette Dickfuß, was ein Speisepilz wäre. Der Boxdickfuß kommt allerdings eher in Nadelwäldern vor. Wir sind hier aktuell in einem Mischwald, wo allerdings eben auch Nadelbäume eingestreut sind. Der braun-violette Dickfuß ist lieber im Laubwald und Mischwäldern zu finden. Wir haben dann die Geruchsprobe gemacht und er riecht sehr mild, leicht pilzig. Deswegen schließen wir jetzt eigentlich daraus, dass es sich hier um den braun-violetten Dickfuß, also einen Speisepilz, handeln müsste. Wir lassen ihn aber trotzdem natürlich im Wald. Auf jeden Fall gehören beide zu der Gattung der Schleierlinge. Das sieht man hier auch sehr schön, diesen Schleier. Und an sich sind die auch wunderschön anzusehen, die Färbung. Ja, ein toller Pilz, aber bleibt jetzt im Wald. Jetzt schaut mal hier, haben wir wieder Pfifferlinge. Aber hier laufen sehr, sehr viele Leute mit ihren Hunden her. Deswegen dürfen die stehen bleiben. Hier vorne auch welche. Schaut mal. Ja. So sieht es hier aus. Wir haben allerdings jetzt hier noch ein bisschen abseits der Wege. 1, 2, 3. Wunderschöne Exemplare gefunden und die holen wir jetzt gemeinsam raus. Schaut euch mal an, wie toll sie sind. Also besser geht's gar nicht. Richtig, richtig schön. So, und jetzt haben wir hier nochmal einen guten Vergleich, und zwar haben wir wieder Boviste gefunden, aber diesmal sind das Flaschenboviste oder Flaschenstäublinge. Wir schneiden mal wieder einen durch. So. Und da sieht man, rein weiß von innen, somit ein essbarer Pilz. Jetzt schaut mal hier, mal wieder einen wunderschönen jungen Scheidenstreifling gefunden. Also hätten wir die heute mitgenommen, hätten wir das Körbchen definitiv voll. Ich habe jetzt was Tolles gefunden und Franzi weiß es noch nicht. Schaut mal. Gucken, was sie dazu sagt. Ich habe was gefunden. Willst du sehen? Ja. Warte, ich komme runter. Bitteschön. Oha, das ist schön. Dankeschön. Der ist immer schön. Ja, ne? Der stand zwischen der Captain Semmel Crew. Oha. Jetzt haben wir noch einen super tollen Fund gemacht. Und zwar haben wir hier einen Riesenschirmling. Und zwar den Parasol. Super zu erkennen an der Natterung des Stiels. Und dem verschiebbaren Ring. Leider steht er hier auch direkt am Weg, deswegen nehmen wir den nicht mit, wegen der Hunde, die gerne ihr Geschäft hier machen. Okay Leute, wir sind am Ende unserer Tour angekommen und ja, es war eine sehr erfolgreiche Tour. Richtig schön. Richtig, richtig schön. Wir haben tolle Pfifferlinge gefunden, richtig schöne Täublinge gesehen, Goldröhrlinge. Die Scheidenstreiflinge. Scheidenstreiflinge, genau. Also das war wirklich, wirklich schön. Und wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Falls dem so ist, zeigt es uns gerne mit einem Daumen nach oben. Oder halt auch mit einem Daumen nach unten, wenn es nicht der Fall war. Ja, ansonsten könnt ihr natürlich weiterhin gerne kostenlos abonnieren. Tut niemandem weh. Und die Glocke aktivieren. Genau. Ja, in diesem Sinne, freut euch auf das nächste Video. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao.